zum Strom, zur Selbstversorgung Südtirols vorstellen. Dieser Beschlussantrag wird noch diese Woche im Südtiroler Landtag behandelt werden. Und es geht zentral um drei Dinge. Zum einen wollen wir einmal ein Bekenntnis des Landtages, ob die Wasserkraft, ob Südtirols Wasserkraft auch als Teil des Allgemeingutes verstanden wird von der Politik oder nicht. Denn wenn das der Fall ist, und unsere Auffassung als Freiheitliche ist es eben so, dass das Wasser, nicht nur das Trinkwasser, sondern eben auch die Wasserkraft Teil des Allgemeingutes ist, dann haben auch die Südtirolerinnen und Südtiroler, die Bürger, die Haushalte, aber auch die Wirtschaft davon zu profitieren. Uns geht es nicht darum, dass die Energiekosten, dass die Strompreise morgen gratis sind in Südtirol, um das geht es nicht. Aber um verträgliche, um sozialverträgliche Strompreise, um Energiekosten, die auch diesem Land gerecht sind. Denn wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, dann haben wir ja eine Explosion der Strompreise auf dem Markt. Das trifft auch Südtirol, obwohl unsere Produktion ja eine sehr ökologische ist, weil sie zu über 90% auf Wasserkraft beruht. Trotzdem steigen unsere Preise an, weil wir abhängig sind von nationalen und internationalen Stromverträgen und Abkommen. Zum einen, wie gesagt, dieses Bekenntnis. Das zweite, und das ist für uns der ganz zentrale Punkt dieses Antrages, ist es, dass Südtirol nicht nur, wie vor einigen Jahren versprochen, die Heimholung der Wasserkraftwerke angegangen hat, sondern dass es jetzt höchste Zeit ist, auch ein Energienetzwerk aufzubauen. Ein Energienetzwerk, das imstande ist, auch die Stromtarife, das heißt die Preispolitik, mitzugestalten. Das ist nicht ganz einfach. Wir müssen hier alle Player an einen Tisch holen. Das heißt zum einen die Landesenergiegesellschaft Alberia, dann auch den Südtiroler Energieverband, die städtischen Kraftwerke, Brunecke und Brixen zum Beispiel, und auch den Südtiroler Gemeindenverband, der muss hier mit ins Boot geholt werden, um gemeinsam ein am besten genossenschaftlich organisiertes Konzept aufzustellen, wie ein Landesenergienetzwerk funktionieren kann. Dass das möglich ist, sehen wir tagtäglich bei den kleineren Energiegenossenschaften, die es bereits gibt, oder auch bei den Fernheizwerken. Wir haben Fernheizwerke in unserem Land, die in den 90er Jahren gegründet worden sind, die dort einen Fixtarif eingeführt haben für die Genossenschaftsmitglieder, der bis heute gleich geblieben ist. Das heißt, nach diesem Prinzip werden zuerst für die Mitglieder ausgeschüttet und dann nur über Produktion eventuell verkauft. Hier in diesem Fall bei den großen Wasserkraftwerken wäre das natürlich möglich, dass man auch hier versucht, im genossenschaftlichen Prinzip dieses Netzwerk aufzubauen, die Südtiroler Verbraucherinnen und Verbraucher zu einem adäquaten, passenden Stromtarif, auf den man sich einigen muss, mit einem passenden Stromtarif versorgen kann, und dann im zweiten Moment der Verkauf außerhalb des Landes. Für uns ist es wichtig, dass wir hier der Landesregierung nicht nur Vorwürfe machen für das, was alles versprochen worden ist und versäumt worden ist, sondern dass es jetzt einfach gilt zu handeln und direkt etwas zu ändern. Das akute Problem, das aktuelle Problem, das wir haben, dieser schnelle Anstieg, der muss natürlich auch dementsprechend schnell und rasch gelöst werden. Und hier hat die Landesregierung mehrere Möglichkeiten. Sie kann zum Beispiel den seit Jahren versprochenen Strombonus aktivieren und endlich ausschütten und den einzelnen Haushalten zur Verfügung stellen, oder sie kann auch in Zusammenarbeit mit den Stromproduzenten auch Lösungen suchen, die darüber hinausgehen. Hier gilt es aber jetzt schnell und sehr zeitnah zu handeln, da wir den aktuellen Anstieg ja schon seit Jahresbeginn haben. Es haben sich die Preise teilweise im Schnitt um 40% erhöht für den einzelnen Abnehmer. Ich darf meine Kolleginnen und Kollegen vom Landesparteivorstand auch bitten, hier ihre Meinung unterstützend auch darzustellen. Es ist uns Freiheitlichen seit Jahren ein Anliegen, alles, was die Heimholung der Wasserkraft anbelangt, alles, was die Autonomiepolitik in Sachen Energieerzeugung angeht.
Und wir haben uns natürlich auch im letzten Jahr zum Thema Strombonus bereits im Landtag, aber auch als Partei mehrfach geäußert. Jetzt ist aber wirklich Not am Mann und Not an der Frau. Jetzt muss gehandelt werden und auch die Südtiroler Bevölkerung erwartet sich von dieser Landesregierung jetzt Antworten. Bitte schön. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich werde mich kurz über Familien und die Haushalte zu diesem Thema äußern, die vor enormen Herausforderungen stehen. Wir haben es mit einer steigenden Inflation zu tun. Wir haben steigende Lebenshaltungskosten, wir haben steigende Wohnkosten, wir haben steigende Kosten für Baumaterialien, steigende Kosten für Immobilienpreise und auf der anderen Seite aber immer gleichbleibende Löhne. Und wenn man sich hier vielleicht auch einmal die Zeit nimmt, unsere Löhne mit jenen in Österreich oder Deutschland zu vergleichen, dann sind wir unterdurchschnittlich. Und in einem Land, das, wie bereits gesagt wurde, massiv Strom produziert, nur dazu zuzuschauen, dass einige wenige das große Geschäft machen, mit dem Strom abkassieren, das geht unserer Meinung nach nicht. Und die Verwalter sind auch nicht da, die Gewinne auf Kosten der Südtiroler Haushalte, der Südtiroler Familien zu maximieren, sondern wirklich, wie es Kollege Leiter Rewer auch gesagt hat, faire Preise zu verwirklichen. Und es nützt auch nichts, wenn Energiemillionen dann für irgendwelche Projekte draufgehen, von denen der Einzelne auch nicht immer etwas davon hat oder bei denen irgendjemand verdient, sondern es geht effektiv um eine sozialgerechte Politik für unsere Familien und für unsere Haushalte insgesamt für Südtirol. Und wenn wir uns zurückerinnern, dann war es die Durnwalder SVP, die 2008 in den Wahlkampf gegangen ist, wo sie versprochen hat, die Kaufkraft der Südtiroler zu stärken. Dann war es die Kompatscher SVP, die 10 Jahre lang davon gesprochen hat, einen billigeren Strom anzubieten. Letzten Endes sind wir jetzt im Jahr 2022 und die Südtiroler werden geschröpft wie noch nie. Guten Morgen allerseits. Ich möchte ganz kurz zum Strombonus einiges sagen. Also es war ja so, dass die Landesregierung oder damals die SVP 2018 in den Wahlkampf gestartet ist mit der großen Ankündigung des Strombonus, der bis heute noch keinen erreicht hat. Ich finde es höchst an der Zeit, wie Frau Uli Meier schon gerade gesagt hat, den Familien jetzt auch unter die Arme zu greifen, vor allem auch jetzt mit dem Strombonus, wenn das Einzige ist, was man da jetzt erwarten kann. Wir sind alle Corona gebeutelt irgendwo, auch die Familien, sei es Familie, sei es auch Betriebe. Und da wäre jetzt gut, wenn das Wahlzuckerl endlich mal ausgepackt würde und dem Südtiroler das Versprochene gegeben würde. Ja, es sind nicht nur die Familien und die privaten Haushalte, die unter dieser Situation leiden, sondern schlussendlich darf man auch nicht unsere Unternehmen im Land vergessen, vor allem das Handwerk und das produzierende Gewerbe. Es ist eh schon eine schwierige Zeit. Die Inflation steigt, die Rohstoffe steigen und jetzt auch noch die teure Energie. Wir erleben hier gerade ein Versagen der Landespolitik, denn wenn die Unternehmen in die Knie gezwungen werden, weil diese Rahmenbedingungen nicht mehr dazu geeignet sind, dass man in Südtirol wirtschaften kann. Und wirtschaften heißt nicht nur, dass der Unternehmer Geld verdient, sondern dass auch Arbeitnehmer angestellt werden, dass Steuern gezahlt werden, dann ist das eine sehr, sehr schlechte Entwicklung. Wir bezahlen hier die Fehlentscheidungen der Südtiroler Landesregierung in den letzten Jahren, was die Strompolitik betrifft. Und letztendlich erlebt die Wirtschaft gerade auch ein blaues Wunder, was diese grüne Energiepolitik betrifft. Denn auch die Klimazertifikate darf man natürlich nicht vergessen bei diesen massiven Preissteigerungen. All das müsste endlich jetzt, wo
die Preise explodieren, zu einem Umdenken führen. Und wir Freiheitliche fordern, dass die Landesregierung hier entschieden handelt. Vielen Dank. Ich würde sagen, dass wir jetzt im Anschluss noch für Fragen zur Verfügung stehen. Die werden wir dann hier bei Ihnen jeweils machen. Und ich würde die offizielle Pressekonferenz hier gemeinsam abschließen und uns den einzelnen Fragen der verschiedenen Medien widmen. Danke für die Aufmerksamkeit und ich bitte Sie auch, diese Woche im Landtag, wenn dieser Beschluss dann auch behandelt wird, dementsprechend dann darüber zu berichten. Denn eines muss man schon auch sagen, wenn wir uns angeschaut haben, wie auch SVP-Arbeitnehmervertreter dauernd jetzt den Strombonus gefordert haben, ich möchte mir dann wirklich auch das Abstimmungsverhalten im Saal ansehen, auch der Kollegen der Südtiroler Volkspartei. Dasselbe gilt für, ich weiß von der Südtiroler Opposition, dass sie schon länger, dass es dort schon eine breitere Mehrheit gibt, hier auch aktiv zu werden. Und es liegt jetzt wirklich an der Landesregierung, nicht nur den Strombonus zu aktivieren, sondern vor allem die Südtiroler Energiepolitik auf ein zeitgemäßes Niveau zu bringen und einen Schritt weiterzubringen im Sinne aller Südtirolerinnen und Südtiroler. Dankeschön.